So, schauen wir mal. So, jetzt bitte benehmen. Der Stream ist gestartet. Millionen von Zuschauern und ich möchte nicht hören, dass einer von euch hier was von eng erwähnt oder anderen Adjektiven. Und schon ist Ruhe, ne? Achso, ich muss bereit drücken. Nee, ich kann auch kaufen. Ich habe 24 Dollar. Was soll ich dann noch hinzufügen? Habt ihr eine Kerze mit? Ist bei mir gar nicht. Zur Auswahl. Nee, dann hast du es nicht gekauft. Warte, ich hab jetzt hinzugefügt noch ein paar Sachen. Ja, ich welche? Ich habe jetzt noch eine Kerze, ein Kruzifix und ein Feuerzeug. Ja, du hast viel Geld, ne? Naja, jetzt auch nicht mehr. Soll ich noch Räucherstäbchen mitnehmen? Oder Salz? Salz ist immer gut. Keine Ahnung, hört keiner. Ich kaufe Salz. Ja, kannst du gerne machen. Bereit. Das war einfach nur eine von nee, so, ja, es war von mir so ein menschliches Angebot. Du musst hier nicht immer fragen, was du mitnehmen sollst. Pack's einfach hinzu. Nein, ich möchte mit euch gemeinsam abstimmen, was wir tun. Ich möchte immer, dass wir alle zusammen Teil eines Ganzen sind. Ja, schön. Sehr schön. Was macht eigentlich der Teil unserer Einheit, Tino? Tino, was machst du da eigentlich da unten? Ey, warte, bis hier endlich mal loslegt. Er atmet ja. Zumindest noch. Ja, dann füg jetzt mal Salz oder was du nehmen wolltest dazu. Dann kann Hab ich. Achso, nee, muss ich noch hinzufügen. Scheiße. Dann musst du noch hinzufügen. Du hast das nur gekauft. Oh, ist das nervig hier. Diese. Toll, wir ist alle. So, Stream beendet. Mach mal bereit, ich bin startet. Bier. So, Stream startet. So, Bier beendet, wir ist alle. Schade, ne? Tino, da musst du wohl mal was anderes trinken. Mach dir doch mal einen schönen Tee. Und es gibt unglaublich LKW viele... LKW an, der sieht anders aus. Was haben die mit dem LKW gemacht? Alter. Boah. Wir brauchen... Zwei Stunden brauchen wir eh, mal hier zurechtkommen. So, erstmal hier klötzen. Aufgabe 1. Finde heraus, um welche Art... von Geist, ja genau. Koragesi. Ja, du bitte nicht den Namen. Ruf meinen Namen bitte. Prost. Wer war denn das jetzt? Das war Chris. Chris, bin ich hier der Einzige mit so einem Hauch von Anstand? Anscheinend nicht. Also ich denke mal schon, ich wünsche mich ja so ein bisschen als Verteidiger des Knickes. So, was brauchen wir denn? Reinige den Bereich in der Nähe. Toll, wir haben kein Räucherstäbchen bei, meine Fresse. Ich hab gefragt. So, ich habe noch das Kruzifix dabei. Schieße ein Foto vom Geist. Stricki, nimm du mal wieder die Fotokamera mit. Yo, like ever. Ich kenne das gar nicht hier mit dem. Obwohl, das ist eigentlich übersichtlich hier. Wo ist denn die Kamera? Das ist neu, ja. Ich finde es jetzt auch ein bisschen besser. Ist das? Ah, ich hab's. Und hier hast du das Schwarze hier, ist die starke Taschenlampe. Mhm. Ah, nehm ich. Du hast doch schon eine. Nein, ich will die starke haben. Du hast die starke schon. Das hier, die unten meine, das ist die starke. Tino, hör auf dich zu bücken. Mach gar nicht. Das oben Schwarze, das ist das UV-Licht. Habt ihr alles jetzt oder was? Na, ich hab drei. Also einer braucht einen Schlüssel, oder? Kann das sein? Den habe ich schon. Okay. Ich habe nur die Kamera, also gebt mir Tipps, ich nehme noch was mit. Ja, na, wir brauchen auf jeden Fall noch die Geister. Kannst du dich mit der Geisterbox aus? Dann nimm die Geisterbox. Das Radio, weil, ja. Weil,
Tino hat das letzte Mal einfach nur eine Harnsuppe gemacht. Nein, lass doch den Tino in Ruhe. Echt mal. Der hört mit, übrigens, gell? Ach echt? Oh, scheiße, wusste ich gar nicht. Ich nehme noch eine Taschenlampe, weil ich will nicht ganz so muschihaft hier alleine. Jetzt hast du die Standard hier unten, hättest eigentlich die große gehabt, aber okay. Ist eine große? Ne, ach, reicht doch für mich. Die starke. Ich kümmere mich um den Osten hier. Mach den Scheiß auf. Alter, wo müssen wir hin? Ach so, ich muss die Lampe anmachen. Und ruft bitte nicht den Namen. Diesmal alle ein bisschen so zusammen, oder? Ja, du vor allem. Wir müssen hier ein bisschen erstmal rumgucken am Anfang. Hä? Wie mache ich die Lichtschalter an? Mit Linksklick. Achso. Wenn ihr irgend so ein Teil findet, hier so einen Knochen oder so. Ich hab die Kamera. Das bringt Knete. Ich weiß nicht, aber es sieht so aus wie irgendwas Komisches. Hör doch mal auf damit. Was denn? Hört auf damit. Mann, ey. Also ich habe ein Foto gemacht, da lag wieder so ein Ding, was aussah wie ein Ohr. Ach nee. Du hast schon ein Foto gemacht, oder was? Ja, eins. Knochen. Was habe ich noch hier? Kamera? Und soll ich die mit der Box mal ins Dunkle? Ich gehe mit der Box ins Dunkle. Lasst mich alleine. Wo war denn das hier mit dem Da vorne, hier bei der Garage. Wo ist die Garage? Na, hier rechts lang. Rechts. Okay. Geh mal zurück und lass mich allein in der Garage. Ich mach das Ding an. Und schwarz im Dunkeln. Wo bin ich hin? Hier ist die Küche. Ach so. Okay. Hätte es sein können. Hier. Ah ja. Genau, da gehst du mal raus, weil stand ja dabei, Geisterbox musst du alleine machen im Dunkeln. Ja, ich geh ganz gerne raus. Ruhig, ich konzentriere mich. Hörst du mich? Rede mit mir. Geist, rede mit mir. Talk to me. Rede mit mir, Geist. I am a famous, very famous YouTuber. Talk to me. I have big balls. Talk to me. Rede mit mir. Aber lass die Lichter an, du alles Sau. Scheiße. Da passiert gar nichts, gell? Aber hier die Sicherung ist aus, können wir wieder anmachen. Ja, danke schön. Nee, da kam überhaupt keine Antwort hier. Aber vielleicht der falsche Raum. Vielleicht auch der falsche Raum, ja. Ja, kann sein. Müssen wir noch rausfinden. Ich denke mal, ich war da schon sehr fundiert jetzt mit meiner Äußerung. Aber wir könnten noch in Ruhe. Fuck. Was denn hier? Was ist das denn? Oh, das habe ich noch, auch noch nicht gesehen. Laser. Was ist das denn? Dance to me. Hast du das gerade angehangen oder was? Ja.
Ich habe mich gerade gewundert, was ich damit machen kann. Ah, okay. Tanz, Tanz, dance to the music. Ist gut, ist das schon anscheinend oder was? Ich hab noch einen Taschen, aber. Muss ich hier irgendwo runtergehen? Ich geh mal von aus hier. Geh mal in den Keller runter. Ja, wo ist denn der? Hier? Da, wo ich hinleuchte. Ach so. Ach, immer ich. Ich sterb sowieso als Erster, wie immer. Wie, like ever. Oh. Was? Was? Wie ist denn der Kumpel? Sag ich dir nicht. Ich geh mal gucken. Nein, bleib weg. Chris? Ja? Was machst du? Was soll ich machen? Ja. Ich hab EMF-Gerät und ein Kruzifix. Kann man Ihnen diese Scheißuhr ausmachen? Soll ich mal mit dem Handy, mit dem Radio unten eingehen, mit der Geisterbox? Ins Dunkle. Ich stell mich voll ins Dunkle. Oh, scheiße. Ich scheiß mich jetzt schon. Naja. Rede mit mir. Geist. Talk to me. Marry me. I wanna be you. Rede mit mir, Geist. Bitte. Rede. Talk. Nö, dafür bleibe ich nicht. Keine Antwort. Ist auch eine Antwort, gell? Ist hier was passiert? Was? Du musst halt aber auch mal den Namen aussprechen von ihm. Wie heißt er? Ich dachte, das wusstest du. Irgendwas. Ich, nee, nicht ich genau. Weiß auch nicht. So ähnlich wie Corey Graves, aber. Ich weiß nicht mehr genau. Und da kommt Tino ins Spiel. Wie hieß er? Cora Gacy? Cora Gacy, irgendwie so. Okay, ich geh mal in den Keller und mach das mit dem Radio-Ding. Cora Gacy, rede mit mir. Ihr knattert zwar, rede mit mir. Cora Gacy, rede mit mir. Oh, Alter. Was ist das? Tino, rede mit mir. Nein, Cora Gacy. Wo bist du? Okay, ich gehe noch mal hoch, weil ich musste allein sein mit dem Scheißding. Wo ging das erste Mal Licht aus? Cora Gacy, rede mit mir. War das nicht hier im Chor? Cora Gacy. So, EMF-Aktivität habe ich gar nichts.
Und da musst du dann sagen, dass er ans Buch schreiben soll. Aber ja, ja. Das müssen wir halt in der Nähe von seinem Standort machen. Das bringt nichts, wenn es hier liegt. Vielleicht geht er hier gar nicht vorbei. Cora Gacy. Cora Gacy. Red ihr mit mir. Cora Gacy. Rede mit mir. Wo bist du? Du siehst wahrscheinlich dann ab und zu mal schon. Durchläuft oder was? Zeige dich. Weiß ich nicht. Zeige dich, du alte Dame. Pure Gacy. Zeige dich. Auf zu atmen. Ich ging in den Keller. Das ist mir sympathischer. Hier unten war aber Gedämmel. Cora Gacy, zeige dich. Gib mir ein Zeichen. Gib mir ein Sein. Scheiße. Das geht dir gar nicht hier. Kurz her. Wo? Oh, oh, ah, hier drüben. Oh, fuck. Guck mal hier. Wo? Wo bist du? Na hier. Du bist gerade, du hast mich doch hier, bin ich hier. Ach hier. Hallo. Oh. Guten Abend. Auch nicht schlecht. Thomas Wulfen. Was? Cora Wilson. Nee, achso, ja. Nee! Cora Gacy. Cora Gacy. Rede mit mir. Was denn? Gib mir ein Zeichen. Cora Gacy, gib mir ein Zeichen. Ey, die stand vor mir und hat ein Buch geschrieben oder so. Die Tür ist zu! Oh, 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 oh. Nicht ich. Es bin immer ich. Es ist. Nein! Ich bin's nicht! Ja! Lass mal raus. Oh. Es war einmal nicht ich. Danke, Geisterwelt. Aber was nu? Tino, was machen wir nun? Wir gehen jetzt erstmal zum Truck und gucken, was wir haben. Ja, genau. Weil sie war bei mir auch gewesen und ich hatte das Buch bei ihr gehabt und die hat irgendwas reingeschrieben. Aber wie mache ich das jetzt hier? J, drück J. Gut. Und dann gehst du auf Beweise? Ja. Und dann gehst du auf Geisterbuch, wenn die da was reingeschrieben hat. Also die war direkt am Buch gewesen. Mhm. Das war eine Olle gewesen. So, eine, du? Eine Frau. Ja, definitiv. Ist wie im Supermarkt. Ist generell erstmal eine Frau. Also musst du das anklicken hier? Geisterbuch? Ja, sie schon. Was? Scheiße, keine Ahnung. Na was? Es war irgendwas. Es war eine Frau, definitiv. Hat die was ins Buch geschrieben oder gemalt? Nein, die stand neben dem Buch.
Ja, da können wir. Da können wir sie nicht verurteilen. Sie hat ja nichts getan. Sie hat nichts gemacht. Ach, was ist denn das für eine? Die macht nichts. Also ich stand in so einem kleinen Kämmerlein und ich hatte das Buch auf dem Dings abgelegt. Und dann auf immer hat es erschienen, ganz kurz. War auf definitiv eine Tussi. Dann war sie wieder weg. Und dann bin ich zu euch hin und dann ging es auf einmal los hier von wegen Blinker, Blinker, hast du nicht gesehen. Ja gut, das kann doch sein, weil wir in der Zeit, wir haben ja wirklich, also ich auch, bestimmt 10, 20 Mal den Namen gesagt, weil nie was passiert ist. Was ist denn, ja, Wiedergänger, Schatten, Schatten nicht. Dann würde ich sagen Wiedergänger. Wollen wir einfach mal ins Blaue reintippen, ja? Ja, warum nicht? Oh, komm, mach mal, Wiedergänger. Oh, Wiedergänger. Übrigens, so, eine meiner Lieblingsbands heißt Wiedergänger, ne? Holländer. Und so, dann. Gehe ich mit ihm wieder raus oder was? Nee. Mit Escape raus und dann gehst du hier auf Truck zu. Und wir haben es zwar nicht gemacht, aber wir haben die Mission verkackt. Und. Uns wird gerade ein Chris verfluchen ohne Ende. Das weiß ich ganz genau, weil wir nichts gemacht haben weiter. Ja, wir hätten. Fotos 15. Das ist ein gar nicht erledigt, ey. Ja, weil wir nichts groß gemacht haben. Ihr Angsthasen hier. Ich hab schon zu Stricki gesagt, wo ich das Buch hingelegt habe auf das Modest, da kam auf immer so eine Tussi, ne? Aber hat nichts gemacht. Also wie ein Geisterraum verbrachte Zeit, 2,5 Minuten. Junge! Wie soll ich das deuten? Macht die was oder macht die nicht? Ich hab bloß gesehen, dass das ein Tussi war. Und dann war es auf einmal weg. Da bin ich zu euch gegangen und dann warst du für immer du weg. Du warst mir schon alleine. Ich wollte mich in den Kleiderschrank, also in den Wandschrank verstecken, aber ich habe die Tür nicht so schnell zubekommen, hat sie die Tür wieder aufgemacht und hat mich erwischt. Hm. Ah ja, so schnell kann's laufen. Na gut, ihr werdet auch älter. Warte mal, was haben wir denn jetzt alle? 1 und 2, 1 und 2. Eigentlich haben wir alles, oder? Kaufen. Dots, Projektor. Irgendwas, Muskel. Ja, ich habe jetzt einiges verloren. Also, dadurch, dass ich ja das meiste mitgenommen habe, habe ich jetzt. Ein Kruzifix brauchen wir nochmal, ne? Hey, man braucht so viel Kruzifix, Kerze und Feuerzeug, Salz, Räucherstäbchen. Kommt immer drauf an, die Aufgaben, die wir da ja bekommen, die sind ja unterschiedlich. Starke Taschen, aber das interessiert mich jetzt. Na, die habe ich jetzt, da habe ich wieder 3. Scheiße, kann ich nicht kaufen. Nee, kannst du erst mit Level 3. Die habe ich jetzt aber schon. Scheiße. Salz kann ich kaufen. Kostensalz, Hofsen, nehme ich mal mit. Na, hast du dich erschrocken? Nein. Doch? Nein. Komm ich. Bleib so. Bleib so. Der sagt auch noch. Gib mir das in den Bein. Bist du ready? Nee, Stricki ist noch nicht ready. Stricki, mach mal ready. Dann können wir starten. So, wir haben jetzt nur Salz und. Na, nur Salz bei. Wow, okay.
Nicht viel. Was? Ich hab doch nichts, soll ich mir aus, Mann? Räucherstäbchen. Irgendwann hat er das drin hier auf Lautstärke. Wüsste ich nicht. Strecki, was machst du? Ne, bereit? Ja, warte, glaub ich mir bereit was. Von hier raus, in welcher Art von Geist es sich handelt, ist klar. Bringen Sie einen Geist, verpiss dich da, hau doch mal ab da. Große Klasse. Also, ohne Kerze. Haben wir nicht. Erreiche ein durchschnittliches Biss davon, kriege ich hin. Und ein Kruzifix haben wir auch nicht bei. Ah, super toll. Ey, Herr, ich weiß ja nicht, wie viel Geld du hast. 100 Euro, was hatte ich gehabt. Ja, dann hättest du dir mal ein paar Sachen kaufen können. Hätte, Fahrradkette. Braucht das überhaupt? Ich glaube nicht. Hier wird doch schon weg. Oh, wie regnet wieder los? Nee, das ist für mich. EF. Ach, keine Ahnung. Nimm ich die Kamera. So. Mit G. G? Hm? Mit G kannst du ablegen. Ich da unten. G. Ah, tschüss. Ich nehme die Futter. Die geht nicht mal. Ist das wieder dasselbe Haus? Ja, ich hab wieder dasselbe genommen. Ich kann danach ja auch mal was anderes nehmen. Wer wurde denn gekillt? Oh! Chris, oh! 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 Scheiße. Was ist denn hier los? Na, er ging auf 3 hoch. Wo? Direkt hier vorne. Hier gleich? Ja. Okay, dann mach ich mal hier das Buch gleich hin, oder? Heißt der Thomas Wilson? Ich hab mal geguckt. Ja, weil der hier auf dem Rechner steht, deswegen frag ich. Ich krieg's Buch nicht irgendwo ran. Hier ist alles voll. Da liegt doch ein Boden hier beim Rechner. Was? Wo? Na, hier beim Rechner. Hier steht fett Thomas Wilson drauf. Wo? Ach, schon wieder hier drüben. Nee, das ist ein Klo. Nein, das ist ein Zimmermann. Kinderzimmer. Wo? Ach, drin? Da steht fett Thomas Wilson drauf. Wie lege ich ihn ab? Mit E. Nee. Ich nehme vielleicht F. Oh. Thomas Wilson, schreib ins Buch. Wie heißt der? Nee, die ist doch gar nicht so. Thomas Wilson steht hier auf dem PC, Mann. Ja. Boah, ja, ich frag doch extra. Alter, das ging aus ohne euch. Schreib ins Buch und heirate Tino. Oh, das sind nervt auch hier. Wer hat hier eigentlich meine Geld? Ist das schon angebracht?
war ich. Schreib ins Buch. Zeige dich. Oh, das zückt eine an. Ich mal gucken, wie das Vieh heißt. John Dexter. Okay, John Dexter. Und John Dexter. Egal ob allein oder in Gruppe. Also. Hast du gehört? Ja. Funktioniert doch in Gruppe. Was machst du denn hier so lange? Oh, ne Tür war zu. Ich fand dich raus. Bitte, war es okay? John Dexter, schreib ins Buch. John Dexter? John Dexter heißt der Geist. Ja. Er heißt John Dexter. Oh. Hier ist nichts versteckt. John Dexter. Schreib ins Buch. Muss ich schon sagen, wie so eine Sadomaso-Tussin. Ja. Muss ich wieder in den Keller? Oh. Ah! Oh, ja. Erschreck mich doch nicht, du alte Asse. Ich hab die nicht aufgemacht. Nicht? Nein. Hallo? Also Sicherungskasten ist hier. Wir haben keine kurze Fix. Ich weiß, ich weiß. Ah, warte mal. John Dexter, Wäschekammer. Schnell weg. Wasch die Wäsche. Ah. Oh, Keller. Keller ist immer gut. Wer geht runter? Du. Ich komm mit. Ich komm mit. Wo ist denn der Keller? Warte, ich komm mit. Dieser? John Dexter. Töte uns. Nee, ihn. Und töte ihn. Töte mich nicht. Kill him. John Dexter, ein Hoyo. Wir rufen dich. Bist du da? John Dexter. John Dexter, John Dexter, John Dexter. Wie er hochkommt. Alter! Was denn? Hier ging es so ungefähr so. Ja, wird die nur, ja? Ich hab mich gerade fast angefaucht. Das muss du hast dich selbst angefaucht. Nein! Hast du es auch gehört? Einer von euch dann hab ich's auch gehört. Aber ja. Ich hab hier keinen EMF-Ausschlag, also. Ich weiß auch nicht. John Dexter. Johnny Dexter. John Dexter, zeige dich. Feiger Geist. Oh, du Scheiße! Nein! Warum ich? Komm raus! Komm raus!
Alter. Oh. Alter. Von außen konnte ich die Tür aufmachen. Von innen geht's nicht. Wir brauchen einen draußen. Ich bleib draußen. Ja, Junge, Junge. Mann, da wird's immer auch anders. Ich weiß auch nicht. Die ganze Zeit kein Ton, ne? Es hat bloß bei mir die Lappe geflackert und da wusste ich gleich, what the fuck? Geht los? Geht das mal rein. Ladies first. Ach, ich bin die letzten Male immer gestorben hier. Ich weiß nicht mal, wie ich aussehe. Deswegen sag ich jetzt mal, hier ist das Ladies. Los, komm, komm her, los nee, hier. Das ist. Wo war. Ich bin hier. Was? Was ist der Schwarze? Oder was sucht denn da? Das Auto. Na, ab zum Auto. Das Auto. Hä? Oh, schnell. Zack. Welches Auto? Na, in der Garage. Hier rechts. Soll ich hin? Das ist dein Leben. Komm her. Ich freu mich sowieso. Das ist ja wirklich ein Auto. Ach scheiße, ich bin falsch. Jetzt geht hier und der jetzt rechts. Aber wie geht das aus? Warte mal. John Dexter! Alter! Alter! Was bist du für ein Arschloch? John Dexter! Was ist für ein Arsch? Ich wollte dich immer. Ich wollte dich immer als Erster verhängen. Tino? Ja. Schnell raus. Warum? Keine Ahnung. Weil cool, jetzt man kann jetzt UV mit der Taschenlampe zusammen anhaben. Ah. Das ist gleich ein Grund mehr, behind you zu laufen. Komm her vor mir, geh vor mir. Was? Nein, du kannst vorgehen. Ich geh da einfach vor jetzt. Ne? Ich bin die letzten zwei Runden gestorben. Also nochmal zum Auto oder was? Na warum? Da Auto, das Auto geht nur auf den Sack. Ja, das müssen wir mal ausstellen. Ja, nur wie? Aber wie? Keine Ahnung, wie stellt man das? Wie ist die alte? Schnauze! Schnauze! Ja. Wie heißt denn der Typ? John Dexter. John Dexter. Nein, nicht schon. Mach aus die Scheiße jetzt. Das nervt doch einfach nur. John Dexter, ja. Macht's auch. John Dexter, marry me. Ich hab noch nicht. Ach du Scheiße! Komm raus! Der kann nicht mehr. Raus. Ich glaube, er kann nicht mehr. Hast du. Hast du es geschafft? Ich hab doch extra die Tür aufgemacht, Mann. Ich hab nie gesehen. Tino? Ja, aber dass du nicht rauskommst, ich mach doch immer die Tür auf. Tino? Ich konnte doch nicht, Mann. Alter, Tino war voll dran hier. Der Geist war dran. Hatte er dich gehabt oder was? Ja. Normalerweise wäre ich tot gewesen, ja. Genau. Okay. Ich hab's gesehen hier. Was für ein Scheißvieh. Ich konnte rausrennen. Also jetzt geht Chris mal rein und klärt die Lage.
Genau. Ich bin der Scheinmeister. Ja, dann bin ich wieder tot. Danke. Nee. Du hast UV-Licht. Ja, und jetzt geht deiner Pflicht nach. Jetzt habe ich kein UV-Licht mehr. Du hast die Taschenlampe. Und geht deiner Pflicht nach. And I am staying right behind you. Nee, das kam nicht von da drüben. Das kam von hier vorne. Auf volle Kanne. Ach komm, ich gehe hin. Ich gehe hin. Wir können nicht die Beweise sammeln, die wir eigentlich. Genau. Uns fehlt die Kerze und es fehlt das andere Zeug. Ey, wo bist du uns? Hallo. Ich mach mal Licht hier. Warte. Alter, schreck mir mal nicht so. I'm gonna erschreck you. Alter, kann man irgendwie dieses scheiß Auto ausmachen? Ich weiß nicht, da. Ich versuch's mal, aber ich weiß nicht mit welcher Taste oder so. Das geht ja mal richtig auf den Keks, ey. Scheiß Auto, gell? Dieser? Ich hatte einen Bug mit dem UV-Licht, jetzt geht es nicht mehr. Echt? Ach, ich weiß. Ja, ich weiß warum. Jetzt geht's wieder. Ah, cool. Gefährlicher Geist. Ich bleib jetzt hier einfach vor dem Kohlen. Stehst du vom Fernseher? Ja. Was soll ich machen? Passiert ja nichts. Ja doch, Opa, so. Wir haben da nichts. Das Einzige, was wir machen können, ist die unserer Geisteszustand auf 25% runterbringen. Damit wir da ein bisschen was bekommen. Das? Ich? Was du das, Ricky? Ich höre mich immer so an. Läuft der hier draußen rum? Wollen wir mal in den Keller gehen? Ja. Wie ist der? Was? Nein, nicht. Ich suche gerade mal ein bisschen nach Fingerabdrücken. Ach so. Aber weil hier unten warm war, jetzt noch nicht. Aber hier unten sehe ich keine Fingerabdrücke. Ja, können wir wieder hoch. Was machst du? Ja, schlafen. Ich weiß es nicht. Ja, sonst müsst ihr ihn rufen. Wie heißt der? Dann ruft ihn doch mal, John Dexter. John Dexter. Mach das Auto aus. John Dexter, du Schlatterflitte, wo bleibst du? John Dexter. John Dexter. John Dexter, mach diese John Dexter, du Muschi. Ja, genau. Soll ich das eigentlich sagen? Oh! Was denn? Nö, weiß nicht. John Dexter, mach diese scheiß Schuppe hier aus, Mann. Ja, genau. John Dexter, mach deinen Job, Junge. John Dexter, zeige dich. Erscheine. Into the Testbild. Oh, ich weiß auch nicht. Haben wir die richtigen Zimmer? Ich gehe nochmal hier irgendwo rein. John Dexter. John Dexter. Alter. John Dexter.
Wie sind so richtige ja, Pussys? Oh, es blitzt. Oh, es blitzt. Was? John Dexter, wo bist du? Da ist doch nicht passiert, oder? Aus. Nee. Du hast gesagt, Blitz. Das Auto geht mir so auf den Keks. Ja. Muss doch hier noch nie. John Dexter, I'm John Dexter, zeige dich. Nee, nicht zeigen. Du musst einfach nur das scheiß Auto ausmachen. Moment mal. Johnny, mach das Auto aus. Oh. Endlich, dunkel. Ah, John Dexter, du Pussy. Oh no, oh no, oh no. Alter. Jungs, der kommt. Ach, du bist mit draußen? Wir müssen rechts gehen irgendwo. Tino? Tino? Ja, Tino? Ich bin im Auto. Im Auto? Oh, oh. Oh! Es rausgeschafft. Du, der stand direkt vor uns. Ja, na wie vorhin? Was ist denn das für einer? Der ist sehr standhaft und aber auch nicht irgendwie killing-mäßig, ne? Alter. Hallo. Wo bist du denn? Wie geht's hier raus? Da, danke. Oh! Ah! Scheiße, falsche Tür! Alter Schwede. Das ist auf jeden Fall ein Sensenmann. Ich hab ihn direkt gesehen. Du! Wo wir in der Garage standen, stand er direkt vor uns. Ja, Sensenmann. Beim Auto. Hm? Nee, das war Jason, Mann. Echt? Soll ich mal nochmal hin oder was? Ja, geh mal hin. Ich geh mal mit dem Futterbrat, vielleicht kann ich noch eins schießen, bevor ich verreck. Oh, scheiße. Die Tür ist zu? Ist sie zu? Oh, 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 Ich wollte Volto machen oder irgendwas, aber ich habe mir nicht mehr gesehen. Immerhin haben meine Freunde wahrgenommen, dass ich gestorben bin. Die hauen ab, die hauen ab. Pass auf, die hauen ab jetzt hier. Oh, wir haben eine Aufgabe gelöst. Du bist bei 38. Nein, ja, aber die Aufgabe hier, guck doch mal. Die Aufgabe ist untergraut. Das heißt, wenn du einmal unter 25% landest, zählt er die aktiv. Wir waren mal auf 21%. Jetzt. So. Was für einen Geist wollen wir nehmen? Wer weiß. Ja. Warte mal, wo siehst du das? Bei J oder was? J, genau. Und dann musst du auf Beweise bzw. Geister gehen. Ich gehe erstmal auf Beweise. Um irgendwas. Fingerabdrücke habe ich auch nicht gesehen. Nee, haben wir nicht. Geisterbuch haben wir nicht großartig verwendet. Geisterbox haben wir, glaube ich, auch nicht verwendet. Wir haben gar nicht verwendet. Was ist denn Wiedergänger?
wird schneller, wenn er sein Opfer jagt, versteckt man sich, so bewegt er sich langsam. Geisterkugeln, Geisterwuch, Gefriertemperaturen. Ist langsam, aber attackiert heftig und wahllos. Da können ja nicht irgendwelche Bilder abgebildet sein. Jura. Der war da und hat nichts gemacht. Also du warst ja mit dabei. Ja, ich weiß. Die konnten ja flüchten, wenn du so willst. Was wollen wir nehmen? Ich nehme den Wiedergänger. Ich weiß es nicht. Was ist denn Taye? Taye sind dafür bekannt, selbst in Jenseits schnell zu altern. Stärken. Sobald man den Ort betritt, werden Taye aktiv, defensiv und agil. Schwächen. Taye werden mit der Zeit schwächer. Die werden ruhiger, langsamer und weniger aggressiv. Taye hört sich eigentlich gut an. Ich nehme mal ein Taye. Hast du ausgewählt? Wo ist die Gründung? Ich weiß es nicht. Nee, ich mach's einfach. Ich weiß nicht, ob das nur einer machen muss, ob das alle machen müssen. Du gehst unter Beweise. Und dann unten rechts Taye einmal anklicken. Okay. Aber wir haben ein Foto, das ist auch nicht viel. Ach, da mhm. Überblick. Bringen Sie einen Geister zu, eine Kerze erreichen Sie, verwenden Film von Geisterinteraktion, mehr Fotobeweise, neuartige Ausrüstung kaufen, okay, neue Outfits. Ach, hier steht auch noch mal drin, Überblick, John Dexter. Man muss nicht immer hier gucken, das steht auch unter J, unter Überblick. Item. Verfluchte Besitztümer. Bei jedem Auftrag wirst du immer hin. Okay. Voodoo-Puppe. Diese unheimlichen niedlichen Puppen sind dafür bekannt, andere Schaden zuzufügen. Nimmt man eine auf und aktiviert sie, wird der Geist gezwungen, mit der Umgebung zu interagieren. Wir haben eine Voodoo-Puppe fotografiert, hat davon. Und du kannst mit der Voodoo-Puppe interagieren. Aha. Man sollte sich das hier mal durchlesen unter Items. Ja. Okay. Wir beenden das mal, dann kann Strick nämlich wieder mitmachen. Wir können eh nichts mehr machen. Strick die Vorzeit. Uni! Was? Warum gibt's eigentlich nur noch 10 Dollar? Waren das immer 10 Dollar, die wir bekommen haben? Stimmt denn hier nicht? Wir haben doch nicht nur immer 10 Dollar bekommen. Warum habe ich nur 10 Dollar bekommen? Also 20 Dollar ziehen. Stricki ist da? Er steht vor dir. Er ist vielleicht gerade AFK. Da gehe ich mal in Ruhe. Ich will mal einen neuen Job aus, mal einen anderen.